R-E-W-I-N-S-I-D-E. Hallo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Freunde! Ja Leute, die YouTube-Startseite im Moment wieder von richtig viel Scheiße dominiert wird. Hier unter anderem Prankross, die gerade getestet haben, ob so ein Fidget-Spinner Menschen tötet. Ist leider fehlgeschlagen, die beiden leben immer noch. Dachten Max und ich uns, dass wir wieder ein bisschen qualitativ hochwertigen Content hier auf YouTube liefern, oder? Richtig. Genau, und deshalb gehen wir jetzt hin, meine Freunde, und werden ein Test-Video über Concrafter machen. Das ist unterhaltsamer Quality-Content auf YouTube. Hier könnt ihr mal ganz kurz sehen, wie es aussieht, wenn dann die Aufnahme vom Bildschirm nicht läuft und aber zwei Idioten in der Kamera sprechen und Luca anrufen. Es sieht ungefähr so aus. Stimmt. Ist das stressig, Alter. Das ist ein Job. Luca, spielst du jetzt im Moment gerade Minecraft? Kann ich jetzt nicht in einem Satz beantworten, aber ich... Luca, ich habe noch 50 Sekunden Zeit. Spielst du jetzt gerade Minecraft? Also das ist halt so eine Sache. Ich weiß halt nicht, was du mit Minecraft jetzt genau meinst. Spielst du jetzt im Moment gerade Minecraft? Du hast gar nicht aufgenommen, ne? Perfekt, Leute, ich würde sagen, heute machen wir einen Test, ob wir Concrafter gut kennen und versuchen das Video möglichst inhaltslos auf 10 Minuten zu strecken. Also eigentlich so wie der ganze Content, den ihr bereits von uns kennt. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was das hier ist. Finde den nächsten Quiz heraus, wie du Concrafter kennst. Falls du das selber liest, Concrafter, das soll kein Hate gegen dich sein und auch nicht zu sehr in deine Privatsphäre. Oh Gott, oh Gott, was haben wir? Alter, brisante Information. Junge, vielleicht über seine Schwanzlänge. Sachen, die wir unten... Das ist ja öffentlich. Achso, okay, gut. Concrafter schaltet in einem 10-Minuten-Video ca. zweimal Werbung. Ja, kann man einfach sagen, ist wahr, oder? Nächste Frage. Concrafter bei Varo 4 mitgemacht. Ist richtig, oder Max? Richtig, ja. Warst du dabei? Ich war in seinem Team. Ja, und wie war's? Gut. Okay. Concrafter beatet manchmal. Das war. Echt? Ja. Nein. Doch. Nein, ich glaube, ich habe doch dieses Video gesehen, wo er aus der Kirche austritt. Kennst du das nicht? Ich trete aus der Kirche aus. Nein, ich trete die Kirche ein. Also die Tür. Ja, aber dann ist er drin gewesen und dann hat er gebetet, als er die Tür. Okay, dann ist also wahr. Okay, sehr gut, perfekt. Concraft hat ein iPhone. Jal. Ja? Jal. Jal? Ich kann steht gar nicht da. Jal wäre. Nächste richtig. Frage einfach, okay. Concraft danach direkt zum Krankenhaus. Wahr. Ja? Ehrlich jetzt? 4.1.2017, na wobei. Ja, kann sein, oder? War das nicht das, wo er. Arschbeschwerden. Oh Mann, das juckt ja grauselig. Nein, der hatte so ein Noro. Am Arsch, oder? Am er hatte dieses fette Runkel am Fiek. Ja, genau. Perfekt, dann machen wir wahr. Sehr gut. Concrafter ist nicht umgezogen. Diese Fragen, diese Aussagen einmal wieder so dermaßen stumpf. Er hat sich seit Jahren nicht mehr umgezogen, oder? Er trägt immer das Gleiche. Falsch. Echt? Der hat einmal Fiek angehabt. Mautsmerch hat der einmal. Perfekt. Concrafter an seinem letzten bisschen ein bisschen mehr Real Talk betrieben. Real Talk. Real Talk. Real Talk, Digga. Real Talk, Digga. Dieses Interview. Genau. Ja, ja. 100% Real Talk. Real Talk. Sollen wir ihn kurz anrufen? Flair? Sollen wir Concrafter kurz anrufen? Ja, würde ich sagen, haben wir noch nicht vorhin, oder? Nee, das ist ja nicht passiert. Also es war ja nur ein Ausschnitt, wie es hätte sein können, wenn wir aufgenommen hätten. Weißt du? Leute. Okay. Moment, willst du mich verarschen? Ich habe gerade einen Snap aufgenommen, du hast ihn unterbrochen. Frage 7 von 10. Concrafter hat in letzter Zeit ein bisschen mehr Real Talk betrieben. Wahr oder falsch? Ein bisschen mehr was? Real Talk! Real Talk, Digga! Real Talk! Das ist halt so eine Sache, kommt halt drauf an, was letzte Zeit bedeutet. Es gibt diesmal keinen Timer. Bitte? Es gibt keinen Timer, du musst einfach antworten. Ja, Scheiße. Ich würde sagen, das war wahr, oder? Ja. Ja, perfekt. Super. Okay. Concrafter bringt am 1.2.2017 eine neue Kollektion im Luca-Shop heraus. Das können wir natürlich jetzt nicht wissen, wie es in der Vergangenheit ausgesehen hat, ne? Stimmt. Nächste Frage. Also falls er rauskommt, hat er das auf jeden Fall nicht erwähnt. Concrafter hält nichts von Pranks, bei denen die geprankte Person fremd ist und nicht Bescheid weiß. Falsch. Ich glaube, er stellt doch alles, oder? Macht er überhaupt. Macht er Videos im Moment? Prank. Ja? Prank. Also richtig. Also wahr. Also falsch. Also falsch. Also super. Also perfekt. Richtig. Concrafter findet Pranks unter Freunden cool. Wahr, Mann. Das ja? ist das richtig. Ja, das finde, ist richtig ich finde cool. es richtig cool, oder? Ja, weißt du noch, wo wir ihm die Schnürsenkel zusammengebunden haben, wo die Treppe runtergefallen hat, die beide Beine gebrochen hat? Und er so, Leute, cool! Ja. Cool, er liegt so weiter ungefähr so. Warte, ich mach's mal ganz kurz. Also, jetzt, ihr müsst euch vorstellen. Jetzt fliegt er wieder. So, und dann liegt er da. Cool, Leute, cooler Prank! Und seine Beine in beide Richtungen so, weil natürlich gebrochen, also das eine Bein halt so und das andere, ich glaube, es war so. Mhm, yeah. Und Luca halt so, cool, Mann, cool! Ja, ich erinnere mich. Oder? Ich erinnere mich. Oder bilde ich mir das ein? Ja, das nächste ist schon richtig. Das hat ein bisschen am Kopf weh gerade. Echt jetzt? Ja. Wurde der Kopf gefiegt? Go down. Und go down on the beach, young Donny. Fuck the beach. Alter. Fühlt sich in etwa so an, wie in mein Video aufzunehmen, heute auch zu filmen. So, perfekt. Dann würde ich sagen, Freunde, findet Luca cool.
Perfekt, Auswertung. Und dann schauen wir mal. Ich sauf jetzt! Max, Max! Komm! Zieh durch! Max! Meine Hand. Ist so normal. Das ist okay, super. Ja, Leute, dann würde ich sagen, du kennst ihn schon relativ gut. Für einen, der Concrafter noch nie wirklich getroffen hat, ist dieses Profil eine Goldmedaille. Wir haben ihn schon getroffen. Wir haben beide schon getroffen. Sicher? Ja. Okay, machen wir einfach noch einen Test, Leute, und schauen, dass wir das Video auf 10 Minuten gestreckt bekommen. Harry Potter. Ja, den machen wir jetzt. Also. Harry Potter Häusertest. Nee, warte, wir gehen. Harry Potter Häusertest. Nein, pass auf, wir machen jetzt Concrafter. Haters gonna hate, Kritik mit Herz. Welcher Charakter von Das Super machen wir, no das hate? Machen wir. Ach, ich glaube, ich habe mir irgendwie den Finger gebrochen. Das machen wir jetzt. Das okay. Geht auch über Luca. Wie ist deine Persönlichkeit von Concrafter? Freundlich oder scheu? Stur, ernst, aber freundlich, verrückt, lustig, schüchtern und zurückhaltend? Anders. Anders. Anders, oder? Ja. Ist ganz anders, die Persönlichkeit von ihm, ne? Definitiv. Andererseits von anderen, die Persönlichkeit. Ja, Leute. Halt. Ah, welche Farbe ist deine Lieblingsfarbe? Rot, orange, blau, grün, weiß? Keine der Farben. Keine. Ja, richtig, keine richtig, Luca hasst Farben. Ja, ein anderes welche Tier. Welche Lieblingstier ja, genau, hat Luca? Ja, ein anderes Tier. Genau, ja. Anderes Tier? Okay, gut. Noch jünger. Noch jünger ist er? Okay. Hast du Nagetiere. Welche Haarfarbe hat er? Schwarz, glaube ich. Ja. Was ist deine Lieblingssüßigkeit? Etwas anderes. Bonbons, oder? Etwas anderes, glaube ich, ist es, ja. Schaust du im Internet Videos oder Fernsehen? YouTube-Videos. Etwas anderes, okay. Wer mag niemanden. Am meisten? Niemanden, okay. Gut. Vielleicht. Hast du alle Fragen? Vielleicht. Okay, Leute, und Concrafter ist Hayami. Ah ja. Das Wolfsmädchen Hayami ist eher still und redet nicht viel. Das stimmt. Das ist wirklich so wie Luca, oder? Der ist zurückhaltend. Alter, schüchtern. Bisschen schmunzeln noch manchmal. Wenn er so unter Leuten ist, redet er auch nicht und schreit nicht und rum. Und isst so gut wie nie Süßigkeiten. Das stimmt sogar wirklich. Das stimmt sogar wirklich. Ja. Luca isst nie Süßigkeiten. Dann gehen wir nochmal hier ein Concrafter und schauen mal, wie gut der Concrafter ist. Also Max, das müssen wir jetzt mit gutem Gewissen machen. Wie gut kennen wir ihn wirklich, okay? Machst du es die ganze Zeit nicht richtig, oder? Nee, ich bin gerade ganz woanders, muss ich ganz ehrlich sagen. Und trotzdem so gut. Riechsalz kriegst du jetzt von mir in deinen Arsch. Ach, danke. Okay, Luca hat dunkelbraune Haare. Stand? 2006. Das ist falsch. Falsch, okay. Concrafters Name ist Lukas. Ja, stimmt doch, oder? Also die Mehrzahl von Luca. Es sind mehrere Lukasse. Lukas. Mehrere Lukas ist, weil Concrafter mehrere Persönlichkeiten. Lukassis. Lukassis. Cassis. Cassis. Lukas Ukulele heißt Ukuleli. Ukuleli. Heißt nicht Ukulolli? Okay, machen wir falsch. Concrafter ist mit Melina Sophie zusammen. Die ist lesbisch, also das macht Sinn. Ist richtig. Das liegt auf der Hand, ja. Ja. Wo? Legst du mal wieder auf die Hand? Ist es das? Ja. Das liegt. Na, ist aber runtergefallen. Das ist runtergefallen. Dann ist es falsch, okay. Ja. Concrafter dreht viele Videos mit Krankrafter. Krankraft. Ich weiß das nicht. Okay, Concrafter nennt man auch Koni. Ja, klar. Koni, Alter. Concrafter kennt dich. Ja. Ja, das stimmt tatsächlich. Concrafters Lieblingsfarbe ist gelb. Was ist das für eine beschissene Frage eigentlich? Das ist eine Aussage. Concrafter kennt dich. Ja. So, mich kennt er, dich kennt er. Und den, keine Ahnung, jede tausendste Person, die das macht, kennt er auch. Mhm. Aber, hä? Niemand. Also, Concrafters Lieblingsfarbe ist gelb. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Falsch, also. Hab ich gerade gesagt. Super. Ja. Concrafter Shop heißt Lukas. Luca Apostro. Luca Apostro Shop. Punkt, ja. Leerzeichen.de. Apostrophe sind immer populär. Warte, dann gehen wir mal ganz kurz auf die Seite von ihm. Schauen wir mal ganz kurz, was da auf der Seite so drauf ist. Es gibt keine URLs, die in Apostroph drin haben. Ah! Es existiert nicht. Google ist also die Concrafter Homepage. Das ist wahr. Das stimmt, ja. Also Auswertung. Perfekt. Du bist nicht wirklich ein Fan von Concrafter und kennst ihn auch nicht so gut. Gib dir mal Mühe beim nächsten Mal. Ja, genau. Ja, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Also, das ist kein guter Fan. Du bist nicht wirklich ein Fan von Concrafter. Hör auf, ich habe gesagt, ich lasse mir das nicht zweimal sagen. Du bist nicht wirklich ein Fan von Concraft. Max, bleib hier! Hey! Komm zurück! Ich wirst bereuen! Du kriegst dir eine Schnauze! Da zeige ich dir, was passiert mit dir, wenn du mich anmachst! Oh, schön. Ja, klar. Ich finde das immer so süß, wenn die irgendwie was machen. Wo bin ich hier gelandet? Max-Mar-Moderation. So Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert. Und in der Zeit, hier findet ihr ein altes Video. Hier unten könnt ihr abonnieren. Oder ihr deabonniert und geht von diesem Kanal. Tschüss.